Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Auch auf der Main-Schiff-Flotte weihnachtet es sehr. Dieser Effekt, zum ersten Mal wieder diesen Tannenbaum unter der Lichterpracht zu sehen, das treibt schon ein bisschen die Tränen ins Auge. Ja. In der Nacht vor dem ersten Advent startet die Besatzung der Main-Schiff 3 vor einer Woche den Aufbau der aufwendigen Weihnachtsdekoration. Kaum haben die letzten Gäste um 22 Uhr das Hauptrestaurant Atlantik verlassen, beginnen die Crewmitglieder mit dem Anpacken und Aussortieren all jener Teile, die später einen 6 Meter hohen Tannenbaum ergeben sollen. Wir gucken uns nochmal die alten Aufbauten an, wir gucken uns nochmal Bilder an, wie es ausgesehen hat und ja, versuchen jetzt natürlich die Main-Schiff 3 so schön wie möglich auch wieder zu dekorieren und weihnachtlich vorzubereiten. Bei den vertrauten Lebkuchenhäuschen stand schon vor Beginn der Adventszeit fest. Ihre Architektur hat die lange Lagerung nicht überdauert. So schreinerten die Besatzungsmitglieder einen Ersatz, der sich mit Zuckerguss übergossen und liebevoll geschmückt nicht verstecken muss. Also ich würde an diesen Häuschen nicht mehr rumnaschen. Das ist zwar echter Lebkuchen, aber der ist natürlich jetzt hier mit der Grundplatte verklebt worden. Das ist also wirklich nicht mehr lecker. Aber wir bauen natürlich außenrum immer ein bisschen ein paar Plätzchen auf, ein bisschen Kekse, sodass man auch was naschen kann. Also man holt sich ein bisschen den Appetit beim Blick und dann kann man die Kekse dazu essen. Für mich immer ganz wichtig, die Marzipankartoffeln, dass ich an die eigentlich drankomme jetzt. Insgesamt 3 große Lebkuchenhäuschen verteilen die Besatzungsmitglieder in dieser Nacht auf dem Schiff. Eins findet seinen Platz im Heck bei der Diamantbar. Und wir müssen jetzt natürlich gucken, dass es auch tatsächlich so passt, dass es auch ein schönes Gesamtbild ergibt. Auch für die Besatzung weihnachtet es sehr. Die Dekoration der Crewmesse, ihres Restaurants, ist hier seit Wochen ein Thema. Auf Wunsch der Crewmitglieder kann es an diesem Ort gar nicht genug glitzern und funkeln. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich hier, die Crewmesse, wo wir uns auch jeden Tag treffen, wo wir als Crew zusammensitzen, wo wir uns zusammenfinden und natürlich auch immer ein bisschen gemeinsam Weihnachten feiern. Und dann gibt es hier das Zusammengehörigkeitsgefühl. Hier gibt es die zweite Familie und man feiert mit dieser Familie eben Weihnachten. Besatzungsmitglieder aus bis zu 50 verschiedenen Nationen begehen hier gemeinsam eine fröhliche und festliche Zeit. Unabhängig von Glauben oder Religion. Wir nehmen wirklich tatsächlich alles mit. Wir machen auch Chanukka tatsächlich, gibt es auch immer wieder, wenn wir Kollegen haben aus dem jüdischen Bereich. Wir machen auch immer Ramadan, das heißt, wir haben für alle Religionen haben wir etwas. Aber es gibt hier wirklich eine ganz hohe Tradition, auch schon im November anzufangen mit der Weihnachtsmusik, mit dem Spaß zu haben. Also auch eine sehr fröhliche Vorweihnachtszeit. Also nicht unbedingt so die besinnliche Weihnachtszeit, die man vielleicht in Deutschland kennt, sondern auch das laute Mitsingen. Und Last Christmas läuft eigentlich seit Oktober. Die Gäste genießen nun in der Vorweihnachtszeit die Adventsmenüs mit Blick auf den Tannenbaum. Mit einem feierlichen Finale an den Weihnachtstagen. Wir haben schon fleißig dekoriert und es ist alles dabei, was man von Weihnachten, ja, was man sich wünscht. Es gibt natürlich ein schönes Weihnachtsessen auch, da wird schon fleißig geübt. Pastor ist auch da für den Weihnachtsgottesdienst. Also wenn man alles das, was Weihnachten, ja, wichtig ist, erleben möchte, dann ist das bei uns hier möglich. Weihnachten an Bord. Eine Auszeit mit allem, was uns wichtig ist. Entspannt und sicher dank des bewährten Gesundheitskonzepts.